So, also kommen wir jetzt nochmal zum Hintergrund. Da habe ich mir jetzt diesen wunderschönen großen Bob Ross Blumenmalpinsel rausgesucht. Aber das könnt ihr eigentlich auch mit jedem anderen Pinsel machen. Ich werde dafür auch gleich noch einen wieder von meinen Artina nehmen, weil ich eine relativ scharfe Kante wieder brauche, wenn ich gleich hier rankomme an meine Blume. Deswegen aber erstmal nehme ich den und male jetzt einmal den Hintergrund. Dafür benutze ich ganz normales Saftgrün, gemixt mit ordentlich flüssig Weiß. Also welche Farbe ihr jetzt für den Hintergrund nehmt, ist ganz, ganz euch überlassen. Ihr könnt auch Gelb nehmen, ihr könnt auch ein schönes Blau nehmen. Sucht euch das einfach aus, wie euch das am besten gefällt. Ich habe jetzt einige Male Blau genommen für meine roten Blumen. Sieht natürlich toll aus, aber irgendwie so ein bisschen kindlich, wie so ein etwas kindliches Bild. Bei mir zumindest, weil ich natürlich dann auch so ein strahlendes Blau nehme. Aber ich fand das ganz schön mit dem Grün. Also mit dem Grün, das hat mich wirklich begeistert. Mix das da ruhig einfach einmal so rein, aber auch richtig schön hell. Nehmt ruhig ordentlich flüssig Weiß und dann einfach mal hier in kreisenden Bewegungen. So kriegt ihr gleich auch ein bisschen Struktur mit rein. Ordentlich einmal auf der Leinwand ganz grob verteilen. Passt auf, dass ihr noch nicht zu dicht an eure Blüten rankommt. Und dann passt das. So. Hier unten kann das ruhig etwas dunkler sein und hier vorne werdet ihr heller, vorne oben, weil das hat nämlich den Vorteil, ich habe nämlich auch ein Foto von einer Mohnblume, da habe ich das so richtig schön fixiert bekommen und der gesamte Hintergrund ist so richtig schön unscharf und da sieht man halt wirklich nur so ein bisschen Abdrücke und gar nicht so viel von Blättern oder Blumen oder irgendwas, was noch dahinter ist. Deswegen fand ich diesen Hintergrund auch tatsächlich ganz passend und nehme den jetzt immer öfters für meine Blumenmalerei. Das Gute ist noch, wenn ihr so eine saubere Ecke habt, nutzt das einmal schön aus und malt einmal gleich die Ränder mit. Solange ihr das noch so gut festhalten könnt, bietet sich das wirklich an. Wie gesagt, ihr braucht jetzt hier nicht darauf achten, dass es immer die gleiche Farbe ist und gleichmäßig ist. Desto unterschiedlicher das ist, desto besser. Ich würde nur gucken, dass man die Pinselstriche, die einzelnen, nicht so stark sieht. Deswegen mache ich das jetzt hier ordentlich mit kreisenden Bewegungen. Dass das so ein bisschen aussieht, wie gesagt, wie unscharfes Laub im Hintergrund. Das finde ich ganz schön. Habe ich jetzt hier oben fertig? Nee, hier noch ein Stückchen. Aber wie gesagt, ihr könnt da auch andere Farben nehmen. Wenn ihr jetzt rosa mögt, passt das vielleicht nicht ganz so gut, weil die rote Blüte auf rosa Hintergrund wirkt vielleicht nicht mehr ganz so schön. Aber wie gesagt, blau sieht auch ganz toll aus. Und man kann bestimmt auch Gelb nehmen, so ein bisschen Terrakottafarben, sag ich mal, wenn ihr das Ockergelb verwendet. Habe ich auch schon mal gemacht, sieht auch richtig toll aus. Sieht allerdings bei einer einzelnen Blüte dann auch wieder etwas merkwürdig aus. Dann würde ich da nochmal Knospen hinzumalen. Die zeige ich auch gern nochmal in einem anderen Video. Aber weil ich das jetzt eh schon so lange gemacht habe, erstmal gucken will, wie das Video bei euch ankommt, ob euch das überhaupt gefällt mit meiner Blumenmaltechnik, wollte ich das jetzt nicht allzu lange machen, weil es wie gesagt auch schwer ist. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch wirklich gefallen hat. Dass euch meine Blume gefällt und ja, dass ihr gerne zugeguckt habt und es nicht als Zeitverschwendung empfunden habt. Okay, so, hier oben ein bisschen heller werden oder auch ein bisschen dunkler, also das ist eigentlich völlig egal. Macht das, wie ihr das am besten möchtet. Vor allen Dingen aber würde ich darauf achten, dass es unterschiedlich wird. Dann nimmt man einfach mal ein bisschen mehr Weiß wieder. Ihr könnt hier auch noch ein Klecks Gelb mit reinmixen. Sieht bestimmt auch noch ganz interessant aus. Aber wie gesagt, diese kreisenden Bewegungen, die wirbeln das ganze Bild so ein bisschen auf und lassen es nicht so fade wirken. Sieht hinterher nämlich wirklich echt schön aus, wenn es getrocknet ist. Und ihr habt einen schnellen, einfachen Hintergrund.
der aber nicht von eurer wunderschönen Blüte ablenkt. Und das ist ja das Wichtige. So, jetzt nehme ich mir einmal diesen wunderschönen Atina-Pinsel, den ich aber leider nicht sauber gemacht habe. Warum, weiß ich nicht. Den muss ich jetzt tatsächlich einmal im Verdünner reinigen, damit ich das Rote auch wirklich rauskriege. Ganz wichtig, wenn ihr das immer in den Verdünner reinigt, zieht den hinterher einmal, nachdem ihr ihn gut ausgeschüttelt habt, in einem trockenen Tuch ab, dass da auch wirklich kein Verdünner mehr rausläuft. Nichts ist ärgerlicher, wie jetzt, wenn man so eine schöne glatte Struktur hat, wie bei so einem Blatt, und dann versehentlich Verdünner daran bekommt und euch die Farbe wegläuft. Das ist immer sehr blöd. Deswegen nehmt einmal diesen Pinsel, wischt den richtig in der Farbe einmal umher, dass der wirklich mit Farbe auch gefüllt ist, dass ihr da keinen Verdünner mehr drin habt. Und dann könnt ihr jetzt anfangen, ganz vorsichtig einmal hier am Blatt lang zu gehen. Wenn ihr jetzt doch etwas Rot mit ins Bild reinbekommt, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Das ziehen wir einfach mit dem Pinsel, dadurch, dass wir das hier sehr flüssig haben, in unser schönes Grün mit rein. Drehen hier nochmal wieder ein paar Mal den Pinsel und schon ist das Rot verschwunden. Das ist nämlich der Vorteil jetzt, wenn wir das jetzt gleich machen und nicht erst, wenn die Blüte getrocknet ist. Jetzt haben wir nämlich noch alle Möglichkeiten, kleine Fehler auszubessern. Wenn wir jetzt hinterher versehentlich jetzt bei dem getrockneten Blatt ins Blatt reinwischen, wäre das natürlich schade, weil wir das Blatt nicht wieder so hinbekommen. Wir könnten jetzt nochmal auch aus dem Blatt rauswischen, um das Rot, falls wir reingewischt haben, noch wieder auszubessern. Das geht natürlich nicht, wenn es trocken ist. Aber ich habe es auch schon gemacht, in einem trockenen Bild gearbeitet. Allerdings, da ist dann noch ein Nachteil aufgefallen. Ich mache jetzt ja den Hintergrund ohne einen Blütenstängel. Weil ich dann nicht um den auch noch herummalen muss. Und das hat einfach den Vorteil, dass es nicht so lange dauert. Deswegen, wie gesagt, mache ich jetzt auch den Hintergrund in nass und nass und warte nicht, bis die Blüte getrocknet ist. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch was, aber vielleicht habe ich jetzt auch meinen Kopf davor. Das lässt sich jetzt gerade nicht ändern. So zielgenau bin ich auch nicht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen dichter kommen. Wie gesagt, im Moment sieht das noch nicht so schön aus, weil ich jetzt hier die ganze Struktur ja sehe, den ich hier an meinem Blatt lang gehe. Das bessern wir aber gleich aus. Das ist überhaupt gar kein Problem. Erstmal will ich jetzt alles grün haben. Was ich auch ausprobiert habe, da habe ich mich auch immer gefragt, warum das nie jemand macht. Ich habe eine Blume gemalt. Habe zuerst einfach mal den Hintergrund gemalt, weil ich gesagt habe, Mensch, warum kann ich nicht zuerst den Hintergrund und dann die Blume malen? Das müsste doch auch gehen. Dann habe ich mal ein paar Tage zuvor den Hintergrund gemalt, habe den trocknen lassen und wollte dann da einfach meine Blume drauf malen. Wo ich dachte, das brauche ich nicht auf keine Struktur achten, auf keine Ränder. Sollte doch eigentlich ganz einfach sein. Nee, das war es aber dann leider gar nicht, weil auf getrockneter Ölfarbe, also die Ölfarbe war wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, war komplett durchgetrocknet. Da kann man nicht wirklich drauf malen, weil die Oberfläche dann ja keine Struktur mehr hat, wie jetzt hier die Leinwand, sondern die ist durch die Ölfarbe versiegelt und ganz glatt. Und dann auf Ölfarbe malen, geht nicht. Ich habe es wirklich versucht, es geht nicht. Es schmiert, es schliert, es ja, geht einfach nicht. Deswegen habe ich mir jetzt diese Technik überlegt. Erst eine schöne Blume malen. Mit links ist das irgendwie schwierig, ich muss das mal kurz drehen. Und dann ganz vorsichtig hinterher den Hintergrund mit reinmalen. Wie gesagt, auch für die Blumenmalerei braucht man ein kleines bisschen Übung. Also ich habe diese Blume habe ich jetzt zweimal vorgemalt, damit sie auch wirklich schön wird, wenn ich sie euch jetzt hier im Video präsentiere.
Und trotzdem sieht man dann, ist der Ablauf doch nicht ganz so, wie man das vorher geübt hat. Man malt dann doch eine andere Farbe zuerst und schon verändert sich die gesamte Blume und der ganze Ablauf. Man muss einmal komplett umdenken. Und deshalb ist es auch egal, wie oft man eine Blüte malt, es bleibt einfach ein Unikat. Es ist keine Blüte wie die andere. Jede Blume sieht anders aus. Und das ist natürlich der tolle Vorteil, wenn ihr selber malt. Gibt es halt euer Bild nur einmal. Selbst wenn ihr euch für ein Motiv entschieden habt und das immer, immer mal wieder malt, es wird eigentlich nie gleich. Es gibt einige Künstler, ich weiß jetzt leider nicht genau, wo das war, ob das in Taiwan war oder in Japan, kann ich leider nicht genau sagen, die diese ganz großen Meisterwerke abmalen. Wo ich wirklich denke, meine Güte, wie kriegt man das hin? Das ist so faszinierend. Die können echt unscheiß Bilder perfekt kopieren. Die brauchen dafür nicht keine Skizze, die brauchen gar nichts. Sie sehen am Bild alles klar und malen dir das so aus dem FF ab. Das ist der Wahnsinn. Echt faszinierend. Aber zu diesen Menschen gehöre ich nicht. Dieses Talent besitze ich nicht. Aber dafür kann ich ganz akzeptable Blumen malen. So, und das Wichtigste ist, damit es in der Malerei nämlich klappt, Spaß. Und das, finde ich, macht das hier wirklich. Und das ist das Wichtigste, dass ihr wirklich Spaß haben sollt am Malen. Und wenn da mal was nicht ganz so perfekt gelingt, ja, Herrgott, dann ist es eben so. Es ist ein Bild von euch, was ihr selber gemalt habt. Und das muss nicht perfekt sein. Es soll euch gefallen. Und wenn irgendjemand sieht, oh, das habt ihr echt selber gemalt, es ist egal, wie gut es ist. Natürlich ist das Lob größer, wenn es toll ist. Aber allein schon, dass man es selbst gemacht hat, ist schon, finde ich, ein Riesenlob wert. Finde ich persönlich so. Ich weiß noch, meine Mama, als ich klein war, war etwas anders als andere Mütter. Wenn ich mit einem Bild aus der Kunstschule nach Hause gekommen bin, dann wurde nicht gesagt, oh, das hast du ja toll gemacht, mein Schatz, das sieht ja klasse aus und wurde an den Kühlschrank gehängt. Da wurde dann meistens gesagt, weil ich, wie gesagt, nicht so viel Talent besessen habe, ja, also das geht auch noch besser. Ja, meine Mutter ist genau wie ich. Ich bin heutzutage leider auch, naja, leider, eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Ich bin auch komplett kreuzehrlich, also ich kann da auch nicht lügen. Also wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das auch. Und ich versuche natürlich nicht, die Gefühle anderer Menschen zu verletzen, ist ja klar. Aber dann sage ich lieber gar nichts, als dass ich demjenigen sage, es ist schön. Und dann ist es gar nicht schön. Aber wie gesagt, deswegen bin ich mir auch mit mir selbst relativ hart in der Kritik. Und ja, das ist aber auch manchmal ganz gut. Weil wenn dann jemand anders sagt, Mensch, ich finde dein Bild ja total doof und ich gebe dir jetzt ein Dislike. Natürlich ist man dann immer sehr enttäuscht, wo auf der anderen Seite weiß man, man ist halt nicht perfekt und Fehler passieren. Und deswegen muss ich nicht gleich alles an den Nagel hängen. Und das ist mit das Wichtigste, finde ich. So, jetzt habe ich hier mal einen sehr breiten Stängel gezeichnet. Wenn euch das jetzt auch wie mir passiert und der gefällt euch nicht so, könnt ihr ihn auch einfach wegwischen. Ich hoffe, ihr seht das überhaupt nicht. Und wahrscheinlich hatte ich meinen Kopf davor, egal. Gar kein Problem, wischt den ruhig einfach nochmal weg. Deswegen haben wir nass und nass. Aber das mache ich jetzt nicht, weil ich finde das jetzt nicht so schlimm, oder doch? Ich wische ihn nochmal weg. Ich finde ihn für mich nicht so schön. Nochmal vorsichtig wegwischen. Deswegen ist es wieder ein Vorteil. Nass und nass. Fehler lassen sich schnell ausbügeln. So, jetzt habe ich hier natürlich viel zu viel Flüssigweiß verwendet. Deswegen lässt sich das jetzt hier sehr schwer malen. Aber da haben wir den schönen Trick. Und zwar nehmen wir den Bob Ross Blumenmalpinsel und nehmen uns einen ganz kleinen Tick preußisch blau. Wirklich nur so eine minimale Ecke. Mischen das ungleichmäßig in unser Grün mit rein. Hauptsächlich nehmen wir aber Grün, aber einen Tick Blau. Und dann ziehen wir mit dem Blumenmalpinsel hier nochmal einen schönen Stängel. Dann sieht das nämlich auch gleich viel cooler aus. Das Blöde ist natürlich, dass der jetzt keine gerade Kante hat, dieser Pinsel. Aber das wird viel schöner. So, und jetzt hat unser Pinsel nämlich auch gleich, unser Stängel, nämlich auch gleich ein wenig Struktur.
Und jetzt muss ich mir noch mal einen Pinsel nehmen, der eine schöne Kante hat. Und gehe mit dem Stängel dann noch mal direkt daran. So. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ihr könnt jetzt natürlich noch mit einem wunderschönen Pinsel, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, welchen ich denn da verwendet habe. Ich glaube den Blumenmalpinsel, und zwar den Floral Round Brush. Auch nochmal wieder in dieselbe Farbmischung, ins Blau-Grün, aber auch wieder mehr Grün. Und dann können wir jetzt hier natürlich auch nochmal diese kleinen hübschen Blätter dazu malen, die so eine Mohnblume hat. Und da ist es nämlich auch ganz gut, wenn ihr im Sommer die Gelegenheit habt, euch Blumen anzugucken, die ihr malen wollt, fotografiert diese zum Malen. Das eignet sich dann immer sehr gut. Und auch das Grünzeug, das kann ich jedem nur empfehlen. Fotografiert auch einmal das Grünzeug dazu. Wenn ihr das hinterher nämlich malen wollt, erleuchtet euch das einiges. Weil diese Blätter von der Mohnblume sehen nämlich ein kleines bisschen aus wie Farn. Und sind gar nicht so einfach zu malen. Und dieser Pinsel, ich dachte, den habe ich letztes Mal auch genommen, den habe ich nicht genommen. Das sieht nämlich damit auch nicht so schön aus. Da müsst ihr euch dann einfach mal ausprobieren. Seid da gar nicht böse, wenn das mal nicht klappt. Nehmt einfach den nächsten Pinsel und probiert, ob es damit ganz gut klappt. Ich nehme jetzt mal den hier. Ein bisschen dick mehr Grün. Und ihr könnt hier dann auch Grashalme reinmalen oder andere Blumen. Welchen Pinsel habe ich denn da genommen? Ich verstehe das gerade nicht. Tut mir leid, das ist jetzt gar nicht so schön. Das ist jetzt einfach der Blumenmalpinsel. Wie gesagt, das muss jetzt auch nicht perfekt sein. Ich möchte nur so ein bisschen hier andeuten, dass wir jetzt hier auch noch andere Blätter haben. Aber das ist schon gut, da zu wissen, wie so ein Blatt auf jeden Fall aussieht. Das sollte man schon mal wissen. Ihr könnt es jetzt stupfen, ihr könnt es jetzt malen. Wie gesagt, es ist jetzt aber hier nicht so einfach. Wenn ihr da so viel Flüssigweiß wie ich genommen habt, es macht die Sache einfacher, dann wirklich diese Hintergrundfarbe auch ganz dünn aufzutragen. Desto dünner ihr die auftragt, desto leichter könnt ihr dann natürlich auch wieder weiterhin da drin malen. Das müsst ihr euch halt überlegen, was ihr da möchtet und wie das aussehen soll. Und ja, ihr müsst mir das ja nicht nachmachen, ihr könnt ja auch ein bisschen eigene Ideen mit reinbringen. Ich nehme jetzt nochmal hier diesen ganz langen, nehme ein bisschen Blumenöl und gehe hier in mein Blaugrün rein. Mische mir aber eine relativ dunkle Farbe jetzt an. Drehe diesen kleinen hübschen Pinsel einmal da drin. Und dann gehe ich jetzt einmal hier das Blatt lang, dass man einmal den Stängel wenigstens sieht. So, das könnt ihr jetzt natürlich hier auch alles nochmal so nachzeichnen. Wie gesagt, ich kann da auch nochmal diesen wunderschönen, wie sagt man, Filbert Brush nehmen. Und dann versuchen wir das mit dem auch nochmal, ein Blatt malen. Grün nehmen und einfach mal tupfen. Einfach mal tupfen und mal gucken, was passiert. Vielleicht werden das ja ganz hübsche Blätter. Weil das Schöne an dem ist nämlich, wenn man da verschiedene Farben mit reinbringt, dann gibt er die nämlich auch verschieden ab. Und das sieht dann so ganz interessant aus. Diesen Pinsel von Bob Ross ist der wieder. Den finde ich sehr interessant. Also ich mag diesen Pinsel unheimlich gerne, weil man da wirklich ganz, ganz viel mit zaubern kann. Der hat so ganz unterschiedliche Facetten. Mit dem kann man ganz tolle Dinge machen. Und wie gesagt, wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr sehr gestresst seid und euch einfach wirklich tatsächlich mal ausprobieren wollt, dann nehmt euch doch einfach mal die Pinsel, eine leere Leinwand und versucht einfach mal rauszufinden, wie sich die Pinsel auf der Leinwand tatsächlich verhalten. Das ist immer auch eine sehr gute Idee, um ein bisschen Stress abzubauen. Und ihr könnt jetzt hier auch so ein bisschen Rot mit reinbringen. Wie gesagt, das ist ja hier jetzt Kunst. Da müsst ihr jetzt ja nicht so arbeiten, wie es tatsächlich in der Natur ist, wenn ihr das nicht wollt. Ihr könnt es machen, aber ihr müsst es nicht. Und vielleicht reflektiert jetzt hier das schöne Rot der Blume ein wenig. Wobei diese Blätter von den Mohnblumen generell ein ganz
starkes Grün haben. So ein richtiges, ja, Grasgrün. Eigentlich beinahe wie der Hintergrund, will ich mal behaupten. Von daher würden die jetzt gar nicht so doll auffallen auf diesem Hintergrund. Ihr könnt euch das, wie gesagt, aber aussuchen, wie ihr das gerne machen möchtet, mit welchen Pinseln ihr arbeitet. Ihr könnt hier auch nochmal so eine kleine Knospe dazusetzen, so eine Mohnblumenknospe, und könnt ihr noch was zumalen. Also wirklich, hier könnt ihr euch freien Lauf lassen. Das Wichtigste ist allerdings, wie gesagt, nicht vergessen, wenn ihr ein Bild fertig habt, einmal ein Autogramm darunter. So, und wir haben immer noch 01. Nee, 18, Entschuldigung, 18. Und einmal das Autogramm. So, also ich finde, das Bild ist relativ schön geworden. Die Blätter sind jetzt nicht ganz so perfekt geworden hier unten. Aber wie gesagt, macht euch da auch nicht so im Kopf. Wenn das getrocknet ist, das sieht ganz toll aus. Selbst wenn das nicht perfekt ist, also es macht einfach wahnsinnig was her, überhaupt nochmal so einen Blickfang zu haben, der trotz alledem die tolle Blume nicht übertrumpft. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, als nächstes will ich einmal eine lila Blüte malen, in einem ganz anderen Stil. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das habe ich bestimmt schon dreimal gesagt, aber ihr kennt mich ja, ich wiederhole gerne. Und ja, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.